eure Nini, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mir mal ein paar Frisuren für euch rausgesucht, die ihr ganz schnell machen könnt. Also ich würde sagen, ihr braucht so maximal 5 Minuten. Die sind super alltagstauglich, sehen gut aus und ihr kriegt die wirklich alle hin. Ich weiß, man hört das bei jedem Haartutorial, ja, ihr kriegt das sowieso alle hin. Jeder bekommt das hin. Aber im Endeffekt steht man dann so im Bart und denkt sich so, okay, sollte das jetzt die Frisur sein? Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, die Frisuren habe ich mir so ausgedacht. Klar, sicherlich gibt es sie schon mal irgendwo im Internet, aber ich habe sie eben so abgewandelt, dass ich es gut hinkriege. Ich würde sagen, persönlich ist es total egal, wie lang eure Haare sind. Also ich habe jetzt relativ lange Haare. Vielleicht mit ganz kurzen Haaren funktioniert es nicht so gut. Und die Struktur ist eigentlich auch relativ egal. Ich hatte die Haare halt heute sowieso schon geglättet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen aber jetzt auch gleich schon mal an. Und natürlich denkt auch daran, dass ihr vor jeder Frisur einmal eure Haare durchkämmt, damit die Frisur auch wirklich gut aussieht. Und was ihr auch gerne machen könnt, ist es einmal Trockenshampoo zu benutzen. Ich benutze dieses hier ganz gerne, weil das eben super Volumen verleiht und dadurch sehen dann eben viele, viele Frisuren noch besser aus, finde ich. Und was ihr natürlich auch sehr gerne nochmal vorher machen dürft, ist es zu abonnieren. Und bevor jetzt ganz oft wieder die Frage aufkommt, was ich denn eigentlich für ein Shampoo, für eine Spülung und sowas benutze, also wie ich meine Haare allgemein pflege, ich habe schon mal ein Video gemacht und zwar einmal meine Haarroutine. Die findet ihr einmal unten in der Infobox verlinkt und nachher am Ende findet ihr die auch nochmal verlinkt. Dann braucht ihr einfach nur noch draufklicken und seid direkt beim Video. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende an. Aber jetzt will ich nicht mehr ganz so lange labern, sondern ganz viel Spaß mit den Frisuren. Die erste Frisur ist so eine Twisted-Frisur, die super cool aussieht und auch super einfach geht. Und zwar macht ihr als erstes dafür einmal einen Pferdeschwanz unten am Kopf. Und dann müsst ihr, wenn ihr den normal festgezogen habt, wie man es eigentlich kennt, sieht es ja aus wie eine ganz normale Frisur. Aber dann macht ihr so etwas wie ein kleines Loch rein, wo ihr später den ganzen Pferdeschwanz durchziehen könnt. Hier seht ihr einmal das Loch, wie ich das reinmache. Und gleich werde ich dann eben den Pferdeschwanz durchziehen und dadurch entsteht eben diese coole Optik. Dann zieht ihr die Frisur einfach nochmal fest und es sieht einfach super schön aus. Vielleicht gerade im Sportunterricht ist die Frisur super, dann hat man nicht diesen ganz normalen Zopf, sondern etwas ein bisschen Besonderes und es geht super schnell. Als nächstes machen wir einen scheinbar ganz normalen Zopf, aber mit einem Ponypuffern, denn das ist einfach super cool, weil der Zopf viel, viel länger gut aussieht. Und dafür teilt ihr euch einfach hier mal so eine obere Haarpartie ab, wie ihr das hier seht. Und dann nehmt ihr den Ponypuffern, vielleicht kennt ihr den ja aus Höhle der Löwen. Und den steckt ihr dann einfach so in eure Haare rein und dann macht ihr einfach einen ganz normalen Zopf. Und was daran eben so cool ist, dass eben eure Haare viel, viel dicker dadurch wirken und der Zopf auch vor allem an einem langen Schultag einfach viel, viel länger hält. Dann kommt auch schon das Haargummi um euren Zopf. Es ist mit dem Ponypuffer ein bisschen schwieriger, das alles schön hinzukriegen. Aber mit ein bisschen Übung sieht es auch einfach richtig gut aus. Und ihr werdet gleich auch schon sehen, dass das einfach aussieht wie eine krasse Löwenmähne. Auch die nächste Frisur ist wieder super einfach und sieht total cool aus. Und ihr teilt euch wieder ein bisschen was von der oberen Haarpartie ab. Und dann geht es eigentlich super schnell, denn ihr müsst einfach nur noch, nachdem ihr alles ordentlich durchgekämmt habt und keine Huggel mehr drin sind, einfach nur noch das Haargummi drum machen und tada, fertig ist eure Frisur. Natürlich könnt ihr auch wieder irgendwie ein paar Haarsträhnen aus dem Zopf rausziehen. Das ist euch natürlich total selbst überlassen, wie ihr es persönlich schön findet. Ich habe mir einfach eine Haarsträhne rausgezogen. Und so wird die nächste Frisur aussehen. Die ist eigentlich ziemlich gleich zu der, die wir eben gemacht haben. Nur noch ein bisschen abgewandelter, dauert nur ein klein bisschen länger. Und zwar teilt ihr euch auch wieder die obere Haarpartie ab. Und dann twistet ihr das Ganze wie so eine Schnecke, ihr seht das hier schon. Und dann wird einfach mit ganz, ganz vielen Haarnadeln der Dutt so festgesteckt, bis er einem gefällt. Da ist auch wieder ein bisschen Übung notwendig, weil man einfach gucken muss, okay, hier muss noch eine Haarnadel hin und dort noch. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht es auch echt super schnell. Und wenn ich
ich gerade so diese Frisur sehe, frage ich mich eigentlich, tragt ihr lieber einen Dutt oder lieber einen Zopf? Das könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Bei mir wechselt es eigentlich immer davon ab, was ich an dem Tag mache. Und hier nach diesen Space Buns haben mich auch ganz viele von euch gefragt. Und dafür teilt ihr einfach eure Haare einfach in einen Mittelscheitel auf, dass ihr einmal komplett sich durch die ganzen Haare durchzieht. Und dann teilt ihr euch jetzt erstes einmal die eine Haarpartie, die eine Haarhälfte ab, damit ihr euch nicht stört, währenddessen wir uns gleich der anderen widmen. Und zwar wird die andere Haarhälfte einfach nach oben gekämmt, wie quasi bei einem Zopf, nur kommt noch kein Haargummi rein, denn dann kommen wir wieder zu unserer Drehtechnik, die wir vorhin schon hatten. Und zwar wird das dann ja wieder alles wie bei so einer Schnecke eingerollt. Ihr seht das jetzt hier gerade nochmal. Und dann müsst ihr wie immer einfach nur noch ein paar Haarnadeln parat haben und schon sieht das Ganze richtig cool aus. Und was ihr auch bei der vorherigen Frisur nicht vergessen solltet, ist es, wenn die Frisur ein bisschen länger halten soll, dass ihr einfach noch ein Haargummi unter diese Schneckentechnik quasi wickelt. Man sieht das Haargummi am Ende nicht, aber dafür hält die Frisur einfach länger. Nur noch mal so kurz, by the way. Und tada, it's magic! Plötzlich ist auch der zweite Bun da. Nein, Spaß, den müsst ihr natürlich einfach nochmal machen. Und es geht natürlich aber trotzdem sehr, sehr schnell. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrisur, die habe ich auch in Videos total oft. Und zwar ist es einfach so eine Art Messi-Bun. Und ihr macht einfach wieder eure Haare nach oben wie bei einem ganz normalen Zopf. Ihr könnt dafür natürlich auch über Kopf gehen. Und dann kommt, wie immer eigentlich bei allen meinen Dutts, einfach diese Schneckentechnik. Und dann wird auch gleich wieder, nachdem das alles aufgewickelt ist, einfach ein Haargummi drunter gesteckt. Je nachdem, wie lange es eben halten soll. Ihr könnt natürlich sonst auch direkt mit den Haarnadeln weitermachen. Und theoretisch könnt ihr dann euren Dutt, wenn dieses Haargummi drum ist, so lassen, wenn ihr irgendwie zum Sport geht oder so und es nicht ganz so cool aussehen muss. Oder ihr könnt einfach gleich weitermachen. Aber was ich immer mache, ist es mir einfach so ein paar Haare nochmal so ein bisschen rauszuziehen, dass es ein bisschen lockerer aussieht, weil mir das einfach besser gefällt. Das ist aber Geschmackssache. Und jetzt kommen natürlich wieder die Haarnadeln zum Einsatz. Das ist jetzt meine Lieblingsfrisur. Schreibt doch mal eure Lieblingsfrisur in die Kommentare. So, jetzt grüße ich noch einmal die Asule, die einen super lieben und langen Kommentar dagelassen hat. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank. Und dann grüße ich auch noch mal einmal die Angelina und die Finja. Also ganz, ganz liebe Grüße an euch. So, und das waren jetzt die ganzen Frisuren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vielleicht könnt ihr die ein oder andere Frisur mal nachmachen. Und wenn ihr die nachmacht und es nicht sofort funktioniert, Leute, nicht verzagen, einfach immer und immer wieder probieren, denn es dauert immer so ein bisschen, bis man dann den Kniff dabei raus hat. Und wenn ihr den Kniff raus habt, Leute, dann geht es so schnell und es macht auch richtig Spaß, weil ihr einfach super hübsche und coole Frisuren habt. Jetzt findet ihr hier noch einmal das Haarroutine-Video. Schaut auf jeden Fall gerne rein, weil immer viele Fragen zu meinen Haaren kommen und da findet ihr es eben einmal alles beantwortet. Und ja, damit sage ich ciao und goodbye.